27 Zoll mit 2560x1440, das wünscht sich jeder Gamer. Und IAMA macht das jetzt für unter 500 Euro möglich und wir packen das Gerät mal zusammen aus. Als erstes haben wir hier eine Anleitung mit wichtigen Hinweisen für Kleinkinder. Natürlich Stromkabel, ganz wichtig. Ein Audiokabel, Klinke. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich wichtigen Signalkabel. Und da haben wir DVI, Dual-Link, kann man an der Vollbestückung erkennen. Und da versteckt sich noch ein Kabel. Das ist DisplayPort. Hier gibt es noch eine Tüte mit Schrauben. Weiß noch nicht, wofür die sind, aber das finden wir sicherlich heraus. So. Da haben wir den Fuß. Und hier kommt schon der Monitor. So, jetzt mache ich erstmal Platz hier. Und dann gucken wir uns die Anschlüsse an. Wir haben Displayboard, wir haben RGB, wir haben DVI, HDMI und Audio-Ein- und Ausgang. Ganz wichtig für den Betrieb mit WQHD. Funktionieren DVI und DisplayPort ohne Probleme. HDMI kann es auch, allerdings wird es nicht immer richtig erkannt, sodass man eine eigene Auflösung konfigurieren muss. Dann funktioniert es auch mit HDMI. Dann bauen wir den Fuß mal dran. Und fertig. Das gute Stück steht. Jetzt schließen wir es zusammen an und machen mal die ersten Tests. Jetzt haben wir ihn angeschlossen und man sieht gleich, er spiegelt ein wenig. Ja, stört mich jetzt noch nicht. Also der Monitor ist noch auf Werkseinstellungen, er ist noch unkalibriert. Ich habe schon mal hier das Testprogramm drüber laufen lassen. Man sieht schon hier vielleicht, dass er zumindest den sRGB-Farbraum abdeckt. Allerdings im Delta-E-Bereich, da sieht es nicht so gut aus. Das müsste man sich nach der Kalibrierung nochmal angucken. Im Bildschirmmenü, kurz OSD, kann man verschiedene Oberstreifen-Modis einstellen. Das zeige ich euch mal kurz. Und zwar gibt es hier, zack, 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 steht es auf plus 2. Die Einstellungen plus 2, plus 1, 0, minus 1 und minus 2. Und wir haben das mal ausprobiert, dann sozusagen minus 2 sozusagen die meisten Schlieren. 0 ist ein guter Kompromiss und bei plus 2 gehen die Schlieren zurück, aber man erkennt einen deutlichen Corona-Effekt. Ich kann den Corona-Effekt auch gleich nochmal zeigen. Moment, ich schalte mal auf volle Bulle sozusagen. Man sieht den Corona-Effekt an diesem Weißen hinter dem Blauen oder dem Schwarzen hinter dem Weißen. Hier ist eigentlich fast störender als die Schlieren vorher. Das war erstmal der Ersteindruck des IAMA LCDs und alles weitere gibt es dann im Test.